Es war er. Was wohl hinter Tor Nummer 1 lauert? Mann! Wo zum Teufel warst du? Keine Ahnung, aber es war übel. Bei mir auch. Lass uns diesen Lizard finden. Okay, ja. Die Drohne hat ihn aber nicht im Blick. Er ist hier irgendwo. Sein Schwanz hat mich fast erwischt. Ist schwer zu sagen. Die Daten der Drohne sind unvollständig. Genki, bleib hinter mir. Das musst du mir nicht sagen. Rausgerutscht. Hungriger. Oh. Ey, Mann. Neuer Look? Hier wimmelt es von Jägern. Irgendein Zeichen von Connors? Ja. Genki kann ihn aufspüren. Hey, Mr. Parker. Mr. Spider-Man, meine ich. Aber die Daten sind nicht komplett. Damit könnte ich helfen. Eingebauter Scanner. Praktisch. Oh Mann, das sind tolle Daten. Eine Sekunde. Okay, ich glaube, ich hab was. Genki, nicht so schnell. Das war ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab keinen Magen, also... Hinterher! Nicht verlieren. Harry stirbt und nur er kann helfen. Keine Sorge, du nimmst die Drohnen, ich die Jetskis. Spider-Man ist hier. Kann ich das mal ausleihen? Das ist wirklich, wirklich aufregend. Bleib dran, Mann. Achte auf die Drohnen. Keine Sorge, die denken, ich gehöre dazu. Spider-Man! Ihr macht eine Yachtparty ohne mich? Fluss, sondern eigentlich ein Salzwasserbad, auf dem Spider-Man gerade kämpft! Oh nein, 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 nein. Hilf dem Aussichtsboot! Okay, ich übernehme den Metallmördervogel! Ich sagte doch, du sollst Connors aufgeben! Das geht auf dich!
giftige Wolken. Mehr könnt ihr nicht? Bin hier fast fertig. Alle Zivilisten in Sicherheit. Und bei dir? Der Kampfhubschrauber ist zäh. Bin direkt hinter dir. Wir kümmern uns zusammen drum. Keine Zeit. Ich krieg dich. Zeit für einen Knall, Jungs. Oh, nein, nein. Spider-Man, das ist eine Abwehr. Spider-Man, halt durch! Da drüben, der mit den Ranken. Los, los, los! Denn komm. Schon gut, Pete. Ich hab den Tracker. Beeilen wir uns, bevor er zu weit weg ist. Nein. Er gehört mir. Bist du sicher? Er hat Riesenzähne. Die hab ich auch. Normalerweise ist er nicht so, oder? Nein. So ist er sonst nie. Laut Tracker ist Connors in der Kanalisation bei der Upper West Side. Los! Hey, hattest du Glück bei Connors Haus? Nein, aber ich verfolge ihn gerade. Was ist los? Nichts! Klingt aber danach... Meins war unkonzentriert. Wir hatten Lizard fast. Ich bin sicher, er wollte nur helfen. Manchmal ist es einfacher, Dinge selbst zu tun. Das ist nicht fair, Pete. Wir sind ein Team. Wir brauchen gerade einfach Connors. Für Harry. Okay. Sag Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Ich weiß, dass es gut war.
Als mein Sohn noch klein war, habe ich bei seiner Baseballmannschaft als Trainer ausgeholfen. Bei jedem Spiel haben die Eltern mehr gemeckert als die Kinder. Ich auch. Fashion Week. Spider-Man scheint das zu denken. In seinem neuen schwarzen Kostüm. Aber, liebe Hörer, auch in neuem Gewand ist er immer noch eine Plage. Bei einem hitzigen Kampf mit den Jägern hat Spider-Man Queens verwüstet, Privateigentum zerstört und sein Problem zum Problem aller gemacht. Es ist völlig eskaliert. Höhepunkt war eine Jagd auf dem East River, zusammen mit seinem Partner Spider-Man Junior, der noch mehr Chaos verbreitete. Kommst bessere Bilder, wenn du zur Show kommst, Spider-Man! New York hatte schon immer eine lebendige Underground-Wrestling-Szene. Ich war sogar selbst bei ein paar Shows. Diese Kombination aus Theatralik, erstaunlichen Kraftakten und Athletik ist aufregend. Hast du das Foto gekriegt, Robbie? Ich glaube, das war mein letztes für den Wettbewerb. Ja, es ist fantastisch. Aber mich wundert schon, dass du aufhörst, ohne die beiden größten Attraktionen New Yorks zu fotografieren. Die Spider-Man. Attraktionen? Ich weiß nicht. Und irgendwie sind sie auch umstritten. Alles auf diesen Fotos. All die Geschichten, all das Leben. Nichts davon wäre ohne die Spider-Man möglich. Okay, ich habe den fremden Ping entschlüsselt. Sie verwenden denselben Code und dieselbe Frequenz wie wir. Hat jemand unsere Technologie geklaut? Unmöglich. Wir halten sie unter Verschluss. Bist du sicher? Ich meine, falls es nicht noch einen Spider-Man da draußen gibt, aber... Nein. Ich suche weiter, aber ich brauche noch Bots, um die Sache zu knacken. Hast du das Foto gekriegt, Robbie? Ich glaube, das war mein letztes für den Wettbewerb. Ja, es ist fantastisch. Aber mich wundert schon, dass du aufhörst, ohne die beiden größten Attraktionen New Yorks zu fotografieren. Die Spider-Man. Attraktionen? Ich weiß nicht. Und irgendwie sind sie auch umstritten. Alles auf diesen Fotos. All die Geschichten. All das Leben. Nichts davon wäre ohne die Spider-Man möglich. Hoffentlich wissen sie das. Sie ahnen es sicherlich. Danke für die Fotos, Peter. Du warst schon immer besser im Fotografieren als... Ich sehe... Ihr wollt was verbrennen? Nehmt mich! Vorsicht, Funken! Seine Kräfte sind gewachsen! Los, doch!
hat nie eine Chance. Hast du das Foto gekriegt, Robbie? Ich glaube, das war mein letztes für den Wettbewerb. Ja, es ist fantastisch. Aber mich wundert schon, dass du aufhörst, ohne die beiden größten Attraktionen New Yorks zu fotografieren. Die Spider-Man. Attraktionen? Ich weiß nicht. Und irgendwie sind sie auch umstritten. Alles auf diesen Fotos. All die Geschichten. All das Leben. Nichts davon wäre ohne die Spider-Man möglich. Hoffentlich wissen sie das. Sie ahnen es sicherlich. Danke für die Fotos, Peter. Du warst schon immer besser im Fotografieren, als du zugeben wolltest. Ich glaub nicht, dass... Danke, Robbie. Onkel Aaron hat hier ein Versteck. Ich sollte es finden. Oh ja. Ein Schaltkasten. Ich schock mich mal da rein. Die Tür nicht geöffnet, aber den ersten Schalter aktiviert? Es muss noch mehr Schaltkästen geben, die den Rest aktivieren. Da ist ein Kasten. Und noch einer. Einen Timer eingestellt habe. Ich muss die Kästen zünden, bevor er abläuft.
waren alle. Jetzt sollte ich zum Versteck können. Ich muss sagen, ziemlich kreativ. Das weckt vielleicht Erinnerungen, Junge. Mein allererstes Versteck. Warum in Queensbridge? Die Moon Turtle Arcade. Das war sie zumindest, bis sie für den Wolkenkratzer abgerissen wurde. Mein Vater und ich haben damals praktisch dort gewohnt. Mir gingen dauernd die Münzen aus. Aber Jay gab mir immer welche von seinen. Ich würde alles dafür geben, mit meinem großen Bruder noch einmal zu Arcade zu gehen. Ich vermisse dich. Ich auch, Onkel. Ich wünschte, Dad und Onkel Aaron hätten sich vertragen können, bevor er... gerettet. Kultisten erledigt. Aber wohin mit all dem Adrenalin? Ausstehen.
viele haben exakt die gleiche DNA? Es ist die gleiche Person. Aber wie? Okay. Das ist echt unheimlich. Ich muss das knacken. Ich brauche noch eine Drohne. Auf dem Fischmarkt, Leute. Und Lizard ist beteiligt? Ich hatte wirklich gehofft, dieser Oberfiesling wäre Vergangenheit. Zum Glück waren unsere beiden Spider-Man am Start, um Schlimmeres zu verhindern. Der jüngere Spider-Man hat echt beeindruckende Wasserakrobatik abgezogen, während der ältere, naja, hab ich schon erwähnt, dass mir dieser neue schwarze Anzug eine Höllenangst einjagt? Okay, hab ich. Und tut er wirklich. Reagiert euch ruhig am Kommentarbereich ab. Aber ich stehe dazu. Was immer dieser neue schwarze Anzug sein mag, er bedeutet Unheil. Nur so, ihr könnt mich gerne zitieren. Danke, Leute. Danica, Ende. Mögen die Qualen beginnen. Hilfe! Muss sie finden. Kämpf um dein Leben. Das ist verrückt! Jemand muss mit diesen Mysterien rumspielen! Nach Betsys letztem Anruf zu urteilen, scheint Beck und seine Leute nah dran zu sein! Einsteigen, Spider-Man! Endet am Anfang. Was soll das heißen? Yeah!
Alles gut. Es ist vorbei. Sicher, dass er nicht zuhört? Er hat so seine Tricks. Nein, wir sind sicher. Er benimmt sich sehr seltsam. Also mehr als sonst. Er ist plötzlich so still geworden. Er spricht nicht mehr. Haben wir einen Plan, falls er gewalttätig wird oder so? Das wird schon. Da kommt er. Wir reden später. Es klingt so, als hätten Cole und Betsy Angst vor Becks Launen gehabt. Danke. Noch ein Anruf von Betsy. Spider-Man? Cole und ich sind etwas besorgt. Er sagte, er will uns töten. Bitte, Cole, keine Panik. Spider-Man, Quentin hat uns angelogen. Statt zur Therapie ging er woanders hin. Als wir ihn zur Rede gestellt haben, hat er uns bedroht und ist dann gegangen. Hoffentlich muss er sich nur beruhigen. Sagst du Bescheid, wenn du etwas von ihm siehst oder hörst? Danke. Oh, das wird ja immer schlimmer. Spider-Man, schnapp die! Ich muss die Jäger stoppen, bevor sie jemanden verletzen. Feuere! Jägerblockade! Volle Deckung! Ja! Wir haben die Spinne hervorgelockt! Er hat den Körper geschlagen! Ich will nicht aufgeben! Ziel ab! Vorsicht! Drei Kopf! Kontrolle von Menschenmengen klingt auch gut für meinen Lebenslauf. Neue Sprachnachricht. Spider-Man, wir müssen uns treffen. Komm nach Coney Island. Wir müssen etwas Dringendes besprechen. Das klingt ja gar nicht nach einer Falle. Hoffentlich hat der Betsy und Cole nicht wehgetan. Jemand hat Ihren Laden beschmiert? Ja, es war scheußlich. Bis jemand anderes gekommen ist und es übermalt hat. Ein so detailliertes Werk. Toll, dass das passiert ist. Das Geschäft hat noch nie so geboomt. Nein, gebrummt wie jetzt. Das ist wirklich schön. Falls Sie den Künstler sehen, richten Sie ihm meinen Dank aus. Hier ist sie. Du kannst dir selbst danken. Hey. Miss, danke für Ihre Dienste. Ich bin ein Ausdruck, 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 ein Ausdruck.
Thank you.
Du bist unglaublich. Weißt du das? Moment, Moment. Ich dachte, du bist hier, um Blumen für sie zu kaufen. Ich frag mich, ob sie liefern. Ich hoffe mal, der Herbstsonnenstrauß gefällt Ihnen.